Hallo liebe YouTube-Freunde und liebe WoW-Fans, hier ist wieder der Johnny Doe mit seinem Paladin-Tauern, dem Hoofwhite. Wir befinden uns hier in, wo ist denn das? Krater von Ngoro Marshals Lair. Ja, ein paar Quests haben wir hier noch zu machen. Hier ist aber einiges los, wie ich gerade sehe. Allianza, wo kommen die ganzen Allianza denn her? Ja, auf jeden Fall, wir haben hier so ein paar Quests noch zu erledigen. Und die werden wir jetzt so nach und nach machen. So, und zwar müssen wir hier zum Mooshügel. Meldet euch bei Gremix am Mooshügel. Das werden wir jetzt machen. Hatte der einen Flugpunkt? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier ist gar kein. Ja, doch, da. Moment. Moment, Moment, Moment. Ups. War da hinten irgendwo ein Flugpunkt? Was liegt an? Ex. Doch, Mooshügel. Ha. Bleibt gut drauf. Haha, da ist ein Flugpunkt. Da ist ein Flugpunkt. Infos zu den 80er Race erlaubt. Ist. Warum schwappt das denn jetzt schon wieder bei mir so? Ja, keine Ahnung. Ist immer so ein paar Minuten, dass es schwappt. Dann ist seitdem. Jetzt geht's wieder. Update von NVIDIA's GeForce Xperia. Was habe ich denn da gelesen? Erlaubt HP, equipped, nichts auswählt, Fair Rates, PvP, equipped, gekaufte Epics und Karte Items. Okay. Huch! Wollte nichts sagen. Ich wollte nichts sagen. Angst. So, da mit dem hier sollen wir quatschen. Ja. Machen wir. Schönen Tag auch. Ja, wir haben natürlich jetzt hier erstmal. Quests für uns hey, mal wieder. Wie Superkleber, sammelt 8 Proben, superklebigen Teers. Okay, Schwert pflücken, erhaltet 4 Teerblüten. Machen wir auch. Und erhaltet 10 weggeworfene Vorräte. Falls ihr je was braucht. So, welches Gebiet müssen wir denn da? Da und da. Dann können wir eigentlich hinreiten, oder? Können wir hinreiten. Liege ich doch nicht hin. Da laufe ich doch nicht hin, da reite ich eben hin. Fliegen wir schön. Fliegen wir. Das war eins, weggeworfen vor mir, okay. Wie kriege ich denn hier Teer? Wie kriege ich den? Den krieg ich doch bestimmt nur. Achso, und ein gutes Ziel. Dann ist er. Wow. Habe ich hier natürlich das Problem. Ah, jetzt greift er mich an. Okay. So. Jetzt können wir natürlich. Ja, super. Entwaffnet. Ganz toll. Ganz klasse. Ganz super. Verreckt doch einfach. So, mal gucken, ob wir von dem jetzt. Jetzt können wir eine klebrige Teerprobe nehmen. Hier, wunderbar. Wollte schon sagen. Hatte mir schon Sorgen gemacht. Hier kriegst du einen Hammer auf den Schädel. Edge. So. Dachte schon jetzt. Nee, du. So geht's ja nicht. So geht's ja nicht. Ja, über was wollte ich. Ich habe heute wieder viel in den Medien gelesen und. Recht witzig, was augenblicklich echt übers Thema. Muss ich die auch sammeln? Ja, der blüht. Schön. Was so zum Thema. Windows 10 da so im Umlauf ist und. Ich würde ja fast sagen, was man sich dafür Gedanken macht, aber das sind ja keine Gedankengänge, das ist ja einfach nur Schwachsinn, was. Augenblicklich da unterwegs ist. Es ist echt nur noch Schwachsinn. Er macht sich da Gedanken um irgendwie ja, den Datenschutz. Ich meine, über den Datenschutz sich Gedanken zu machen, ist nie verkehrt, ganz ehrlich nicht. Da sollte man sich immer Gedanken drum machen. Aber man kann es auch echt übertreiben. Ja, man kann es echt übertreiben. Das, was Windows 10 jetzt eben halt
an Daten sammelt. Gut, es ist nicht ganz so transparent, was da an Daten gesammelt wird, aber es werden wohl nicht eure Bankkonten sein oder sonstiges, weil das interessiert die Leute von Microsoft überhaupt nicht. Es wird darum wahrscheinlich gehen, ja, welche Programme ihr öfters öffnet, welche hauseigenen Programme vor allen Dingen und wie eure Einstellungen sind, um eben halt gegebenenfalls danach zu bessern, die Standardeinstellungen dann eben halt daran gegebenenfalls auch noch anzupassen. Ja, also, ja, Klickverhalten wird halt auch aufgezeichnet, beziehungsweise das Tippverhalten, was dann wohl aber auch eher was damit zu tun hat, damit Cortana lernt oder eben halt, wie viele Leute schreiben eigentlich noch richtig, wie schreiben sie, wie ist die Tastenanschläge etc. Also, was da im Augenblick an. Und sind wir ehrlich, Windows hat auch schon immer so ein bisschen nach Hause telefoniert. Wenn ich mich daran erinnere, wie die Diskussion damals war, als Windows XP dann eben halt so rauskam, beziehungsweise am Laufen war, alles Mist, alles so. Es gab dann das Tool, wie hieß es, das ist denn nochmal, XP Anti-Spy, was eben halt dieses Nachhause-Telefonieren unterbinden sollte. Ja, also es gab es ja früher schon. So als ob das jetzt echt was nagelneues wäre, was das böse Microsoft-Team da eben macht. Kann ich echt nicht ganz so nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Also kann ich hier nicht angreifen. Und eben, es lässt sich doch einiges abschalten. Es lässt sich einiges abschalten. Auch das Gemecker da, dass Microsoft da eben halt als P2P die Updates verteilt, finde ich auch nichts Schlimmes. Machen andere Hersteller genauso. Und hier ist nichts, ne, an Blüten. Ne? Große Games machen das auch, ehrlich gesagt, überhaupt nicht anders. Wenn ich so an Blizzard zum Beispiel denke, die machen das genauso. Skyforge macht es auch mit, ich weiß gar nicht, wie das Tool von denen heißt. Also Blizzard macht das auch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei iOS ist. Meine, aber das wird da auch drüber gemacht. Also, es gibt das schon ewig. Also, es ist wirklich nichts wirklich Neues oder Schlimmes, außer dass es eben halt die Server von Microsoft ein bisschen, ja, ich sag mal, schont. Und ist nur okay, Unterspieler. Ihr gegebenenfalls schneller eure Updates habt. Kann man aber übrigens auch abschalten, die Funktion. Ist standardmäßig, glaube ich, aktiviert, wenn man nicht aufgepasst hat bei den Einstellungen, bei der Installation, beziehungsweise beim Upgrade von Windows 10. Kann man im Nachhinein immer noch abschalten. Damit fungiert man dann einfach nur noch als man bezieht dann die Updates eben halt aus dem lokalen Netzwerk und verteilt die im lokalen Netzwerk. Ja, also auch nichts Böses, nichts Großes. Verstehe ich auch nicht so ganz. Auch eben große Diskussion, als Microsoft eben halt nochmal auf ihre AGBs hingewiesen haben, zum Thema Windows, als dann da stand eben Microsoft Microsoft behält sich das Recht vor, illegale Software und Spiele eben halt zu sperren. Großer Hype, ganz böse, ganz groß. Verstehe ich total nicht, weil das gibt's nicht nur seit Windows 10, das gab es schon zu Windows 7 Zeiten auf jeden Fall. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei Windows XP war. Aber auf jeden Fall gibt es das echt schon viel, viel länger. Dieser Absatz in den AGBs,
Oder AGB. Es gibt ja AGBs, gibt es nicht. Heißt ja AGB, ist ja allgemeine Geschäftsbedingungen. Ja, gibt es also auch schon viel, viel länger. Kann ich also auch echt nicht verstehen, warum da so eben. Achso, Quatsch, Sport in Kristall, aber egal. Warum da so ein Terzo gemacht wird. Keine Ahnung. Weiß ich ehrlich gesagt echt überhaupt nicht. Ist vielleicht manchmal ein bisschen Langeweile oder eben, es ist was Neues da. Wir müssen erstmal meckern, Fallara. Wie gesagt, kann ich echt nicht nachvollziehen. Kann mich ja noch runterschmeißen. Auch das jetzt eben halt, was waren das? Irgendwelche Torrent-Seiten. Jetzt überlegen da eben einzelne Windows oder beziehungsweise Windows 10 User überhaupt auszusperren. Das ist schon ein Witz an sich. Das finde ich schon. Das ist ein Witz. Es ist echt ein Witz für sich. Ja, warum? Warum will man denn Leute aussperren? Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt beim besten Willen verstehe ich das nicht, warum man denn Leute aussperren will. Wie gesagt, mal davon abgesehen, dass Leute, die sich Windows 10 einfach nicht installieren wollen, weil dieser Absatz eben in den AGB steht, dass man illegale Software sperren könnte, finde ich ja schon, weiß ich nicht, dann ist Hopf und Malz verloren, keine Ahnung, also nur deswegen was nicht zu installieren, ist ja eigentlich ist es ja richtig, ne? Also eigentlich ist es ja richtig, dass man eben gegen illegale Software vorgeht. So, wollen die denn? Ach so. Aber eben da jetzt großen Hype zu machen, dann auch diese Torrent-Seiten, die dann sagen, wow, Windows 10 User, die sperren wir jetzt. Also, ich weiß nicht, das ist einfach ein bisschen Medien aufgebauschel ohne Ende, um eben halt bloß genug Klicks zu generieren. Es ist einfach echt nur um Klicks zu generieren, macht man so einen Quatsch da aller. Oh, das böse Windows 10. Die bösen Leute von Microsoft, die wollen einfach ja euch eure Daten klauen. Mal davon abgesehen, was macht denn Android und die Leute von Google? Ja, also schaut mal auf euer Handy, was euer Handy alleine an Daten hungrig ist. Euer Handy verrät eure Position, das verrät alles über euch, euer Adressbuch, WhatsApp. Ja, da gibt es Zugriffe auf eure Freunde. Ja, also kann ich nicht verstehen. Jeder User ist fast bei Facebook eingeloggt und da gibt man schon Einsichten ohne Ende. Da ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, auch defaultmäßig, dass es für jeden öffentlich ist, das Profil. Ja, also ich verstehe es nicht. Wenn ich etwas nicht möchte, dann mache ich es eben zu beziehungsweise schalte die Daten ab. Ja. Also alles gar kein Problem. Alles kein Problem. Man kann alles abschalten, ja. Wie sehen denn unsere Tierchen aus? Oh, ein Kämpfchen. Ein Kämpfchen für den Hoof White. Also ist wirklich alles rein Tier. Ein Vogue und Smaragdboa. Und ein Käfer. Also ich finde das Gebauschel da echt sehr übertrieben auch wirklich. Also, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz zufrieden mit meinem Windows 10. Ich nutze Windows 10. Ich bin zufriedener Windows 10 Nutzer. Kann mich da jetzt auch nicht beschweren irgendwo. Ich habe ein paar Sachen abgeschaltet. Warum nicht? Ja, habe aber auch einige Sachen eben halt zur Produktverbesserung eingeschaltet lassen, weil ich einfach finde, hey, ich kann umsonst upgraden und warum nicht? Ja, dann kann ich auch gerne dabei weiterhelfen, eben halt deren Produkte zu verbessern. Ja, ist alles gar kein Thema. Habe ich auch absolut überhaupt nichts gegen. Und ja, wie gesagt, Daten
erheben ist echt nichts Neues. Schaut eure Browser an, ja, Google Chrome, Firefox etc. Die geben alle einfach Daten weiter, beziehungsweise erheben Daten für die Nutzerstatistik. Und weiß nicht, da ist es auch immer das Gleiche sehr groß. Ja, eine Werbungs-ID, die kriegt man, sei es bei Android, sei es bei Apple, beim iPhone oder sonstiges, whatever. Ist auch so. Ne? Es wird einfach wird eben geguckt, was benutzt man am meisten, etc. Und daraus sendet man oder blendet man dann die passende Werbung für ein. Das ist, ist nervig, aber okay. Ich finde es echt nichts Schlimmes dran, und dass man das alles augenblick so hochrauscht, finde ich irgendwie sehr lächerlich im Moment. Also das finde ich echt nur noch schade, dass man eigentlich so einen Hype draus macht, nur um wirklich Klicks und Zeitungen, Klicks zu generieren und Zeitungen zu verkaufen. Finde ich absolut, das finde ich eher schon fragwürdig, was da die Medien machen. Ich glaube, bei Apple kann man zum Beispiel, glaube ich, bestimmte Funktionen an Apps, glaube ich, auch gar nicht abschalten. Ich glaube, bei Android kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Aber ich glaube, beim iPhone kann man die Zugriffsrechte, wie auf Mikrofon etc., blablabla, alles einzeln, glaube ich, ansteuern. Und ich glaube, bei Android nicht. Ich will da aber mich jetzt auch nicht festlegen, möchte weder Android verteufeln noch iOS verteufeln. Alle Betriebssysteme haben ihr Daseinsberechtigung. Ja, jedes Handy etc. Also jeder sollte das. Oh, wir haben Stufe 54 erreicht. Juhu! Jedes Telefon und jedes Betriebssystem soll so genutzt werden, wie man es gerade selber hat. Ihr habt einen neuen Zauber erlernt. Freispruch. Ja, cool. Wo haben wir den denn? Freispruch. Entfesselt euren Geist, wodurch ein Bewegungseinschränkungseffekt entfernt wird. Cool. Zack. Also wie gesagt, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz, diesen ganzen Bohaboro. Ja, Microsoft sammelt Daten über euch, über euer Verhalten etc. Ja, man könnte es bestimmt noch transparenter machen, welche Daten noch alle erhoben werden. Aber sagen wir mal ehrlich, bis vor kurzem wussten einige selbst nicht, dass sie, wenn sie Google-Suche benutzen, dass da irgendwo Daten gespeichert werden oder die IP-Adresse, ja, also. Oder eben halt, dass durch. Ach, wie heißt das? Jetzt habe ich es vergessen. Jetzt habe ich mich so frei geredet, jetzt habe ich es glatt vergessen. Was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, über die Google-Suche eben halt Daten erhoben werden. Oder eben halt, dass diese ganz kostenlosen E-Mail-Dienste, die X-Leute benutzen, sei es Google Mail, sei es GMX, sei es Web.de, dass die E-Mails eigentlich auf Schlagwörter durchsucht werden, ja, um auch da Werbung für Produkte eben zu schalten. Ja, also Web.de macht es, GMX macht es, Google Mail macht es. Hotmail wird es wahrscheinlich auch machen. Gibt es eigentlich noch Hotmail so an sich? Oder wie heißt es mittlerweile? Ich hab da leider keine Ahnung von, was so an E-Mail-Programmen angeht, beziehungsweise an E-Mail-Anbietern, weil ich treibe eigene Mail-Server. Von daher tötet Gromaschen. Achso, ja. Daher weiß ich es ehrlich gesagt jetzt nicht. Aber so GMX und Web.de und Google Mail, das ist ja ein sehr verbreitetes Produkt. Was ja fast wirklich jeder, wie geht's euch so? Jeder nutzt, sag ich mal. Was geht ab? Man sieht sich. Zack. Jetzt haben wir so einiges zu tun, glaube ich, hier. Zack, 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 zack. Und da werden eben die E-Mails durchsucht, ja, also. Auch müsste man dann auch, ehrlich gesagt, kreischen. Müsste man dann kreischen, so, oh, böse, 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 die sammeln ja Daten von mir. Ja, komisch, macht keiner.
dann müsste ich eben kein GMX, kein Web.de mehr nutzen. Und bei Google dürfte ich auch keine Suchanfrage mehr starten. Ich müsste Stecker eigentlich ziehen und aufs Fernsehen müsste ich sogar verzichten. Ja, unser modernes Fernsehen erhebt Konsumdaten von uns. Beim Einkaufen werden Daten erhoben, ja. Also da wertet man eben Kundenreferenzen aus. Da werden schon Daten erhoben. Wie viel Zahl der Kunden gab es? Wie viele Kunden sind im Geschäft an dem Tag gekommen? Welche Produkte wurden am meisten gekauft? Selbst sind Mädchen oder Jungen Unterhosen, die am meisten verkauft werden. Auch da werden halt Daten erhoben. Ich meine, die haben jetzt keine ID an euch wirklich oder sonstiges, aber wie gesagt, es werden auch da Daten erhoben. Wo muss ich das machen? Hier? Die Oberfläche ist besonders behandelt worden. Ach so, da ist er. Muss ich wahrscheinlich töten, ne? Muss wohl sein. Geht jetzt einfach mal von aus. Also, liebe Leute, verschmäht nicht immer alles so. Redet doch nicht immer alles so mega böse. Ich find's einfach echt schade, weil es war doch welches Handy war das? Das iPhone 6, glaube ich, war das, oder 6 Plus, was ich angeblich so mega doll verbiegen würde, ohne Ende, bla bla bla. Und was war's? Es waren zwei Handys, die sich verbogen haben. Und das war sogar nachweislich eben halt mutwilliges Verbiegen, ja. Vorher hat man noch nie was von diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie war denn nochmal das Wort fürs Verbiegen? Ich weiß gar nicht, wie hat man das dann genannt? Keine Ahnung, weiß ich echt nicht mehr. Kannte man vorher gar nicht. Aber, durch iPhones 6 Plus, weil es eben halt so dünn und, glaube ich, so groß war, ist da eben halt voll der Hype raus geworden und alle Handys wurden von der Presse und von Tests durchgeführt und untersucht und ach, was weiß ich, ey du Arsch, ach, was weiß ich alles, also, oh, ist hier vielleicht hin? Was soll ich da machen? Was muss ich denn da machen? Ich glaube erstmal Affen töten. Ja, ich meine, ist ja auch besser eben halt für die Presse. Ich meine, ich mache selber Blogartikel, ich mache Let's Plays. Natürlich ist es immer schön, wenn man viele Klicks hat, ja, aber dafür negative Content, das über negativen Content zu machen, finde ich ethisch fragwürdig, also ehrlich. Das finde ich sehr fragwürdig. Ja. Das dann eben so mega anzupreisen. Datenschutz! Russland klagt jetzt gegen oder will prüfen, ob sie klagen können gegen Microsoft. Ja gut, okay. Bei Russland ist es ja auch noch ein bisschen anders, deren Politik funzt ein bisschen anders. Da wird ja einiges verboten, was man gar nicht machen darf. China gehört ja damit zu, ne? Also, man könnte ja böse Sachen rausfinden, ja. Wo muss ich denn da hin?
Von dem brauche ich noch was. Aber gut. Ich finde es ein bisschen lustig. Aber eigentlich auch recht traurig, dass es eben halt manche Medien eben echt sich darauf herablassen müssen, so negative Meldungen zu verbreiten, um eben überhaupt ja Leser auf die Seite zu bekommen. Und das finde ich schon eigentlich recht traurig. Eigentlich und echt fragwürdig, ob ich mir dann, also so Artikel, mittlerweile überspringe ich die Artikel, die häufen sich ja, ich lese sie gar nicht mehr, also. Ja, also wenn die schon so schlimm ist, Windows 10, so viele Daten sammelt Windows 10, das lese ich gar nicht mehr. Da habe ich einfach gar keine Lust mehr zu. Das macht mich einfach nicht glücklich. 30, 58, 33, 66, 62, Tempo 2, 15, 17,60 Schaden. Das macht aber mehr Schaden die Sekunde, ne? Ich teste es einfach mal. Das ist Stufe 53, der hat Stufe 49, aber. Ich weiß nicht. So, mal testen. Das müssen wir ein bisschen testen. Auch die wunderbare Supermeldung eben halt. Nächstes oder schon drei ultimative Updates bei Microsoft für Windows 10. Windows 10 oder nein, die Überschrift war Windows 10 total noch nicht fertig. Und eigentlich handelte es sich darum, dass eben halt ja gemeckert wurde, dass Microsoft eben halt schon drei ja Updates eingespielt hat oder rausgeschickt hat, um eben halt kleinere Fehler auszumerzen. Wie gesagt, das allererste Update hat meine Probleme, die ich hatte, und die waren jetzt ehrlich nicht schlimm, die ich hatte, hat das eben halt ausgemerzt. Mein Problem ist ganz leicht erklärt, und ich fand es jetzt auch nicht wirklich so dramatisch schlimm. Ich konnte im Windows Store halt keine Downloads machen, ne? Also ich konnte keine Produkte downloaden, es wurde zwar gedownloadet, aber es hieß dann immer, ja, Fehler beim Installieren, Fehlermeldung, bla bla bla, und ich hatte keine Raute-Taste, was ich jetzt auch nicht so tragisch fand, und ich konnte eben halt dieses hauseigene Bildbetrachtungsprogramm, das ging bei mir halt nicht, also das Windows-eigene Bildbetrachtungsprogramm, da hat sich eben direkt sofort wieder geschlossen. Ja, mit dem ersten ultimativen Update, was dann eben rauskam, da waren meine Probleme alle, wirklich alle Probleme, die ich jetzt so finden konnte, behoben mit. Ergo weiß ich nicht, warum man dann eben halt jetzt schon drei größere Updates für Windows 10 gab. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum das so tragisch ist, weiß ich echt nicht. Also ich finde es gut. Man sollte sich doch freuen, dass eben Microsoft eben schon drei Updates veröffentlicht hat, um eben Fehler, seien sie noch so klein, schnellstmöglich zu beheben. Also ich häng fest. Also keine Ahnung. Keine Ahnung. Warum man da so drüber meckern muss. Ja. Ich finde es eigentlich echt gut. Von daher finde ich diesen Artikel alleine eben schon lächerlich. Das macht auf jeden Fall kein oder sagt nichts über die Qualität von Microsoft Windows 10. Aus, wie ich finde. Scheiße! Hat man die denn? Hat denn jemand getötet? Egal. Da habe ich ja noch welche. Okay. Wo kommen hier zwei hin? Das, wie ich finde, sagt das eben halt echt nichts über das Windows 10 selber aus, nur weil da jetzt drei größere Updates rauskamen.
Besonders, man muss ja auch immer überlegen, jeder Rechner, es ist für jeden Rechner, sind andere Konfigurationen, andere Hardware. Und ich meine, man hat es Windows 10 ja echt lange getestet, aber man kann eben wirklich nicht für alle Systeme kann man einfach nicht prüfen. Ja? Ist echt leider nicht machbar. Und es zeigt sich dann eben halt ehrlich gesagt leider erst eben, wenn ein System ja online ist, draußen ist, ja, dann sieht man einfach, wie gut oder eben halt wo noch Fehler sind. Wie schlecht möchte ich jetzt nicht sagen, weil das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Warte mal, aber noch. Finde ich also daran eine Qualität zu sehen oder zu sehen, ob ein Betriebssystem fertig oder unfertig ist, nur weil man drei Updates, um Probleme zu beheben, beziehungsweise um kleinere Fehler zu beheben, finde ich einen Witz. Ja, das würde ich mir im Traum nicht erlauben, dazu sagen, oh, das Windows ist halt nicht fertig, weil ne, man hätte da viel länger dran arbeiten müssen, weil ja, es hat drei Updates gebraucht. Hallo, also. Wir sind viel zu viele User augenblicklich. Hilfe. Müsste der Brauner eigentlich gleich hier kommen, weil ich sehe ihn nicht mehr. Nova. Kann ich jetzt hier nochmal eine Runde drehen oder was? Mann. Nee, aber Hauptsache die Pressen haben wir zu schreiben. Hauptsache negativ, weil wir wissen, negativ ist immer gut und negativ, ja, es sorgt auf jeden Fall immer für Klicks. Für viele, viele schöne Klicks sorgen Negativmeldungen. Ah, guck mal, da ist er doch. Ha, hi. Ich brauche mal. Und das machen Negativmeldungen. Die sorgen für immer schöne, viele Klicks. Und das bringt Geld. Ja, das bringt Geld. Umso teuer können wir auch unseren Nachrichtenteil daran verkaufen. Etc. Also. So, jetzt machen wir noch so ein Donnerfelsding. Affen. Donnerfelsaffen. Hallo? Ist hier keiner mehr oder was? Das ist aber weitaus sehr schade. Das habe ich gerade gegen mein Mikro versehentlich geschlagen. Das wollte ich jetzt gar nicht. Hallo, Äffchen. Mann! Da kommen die blöden Affen wieder. Von blöden Affen sagen, blöde Affe. Sei eigentlich eine Beleidigung, oder? Blöde Affe? Du blöder Affe, du. Ja. Das auf jeden Fall zu Windows 10 Updates. Oder beziehungsweise überhaupt zu Windows 10. Wie gesagt, ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm, was da erhoben wird. Schlimm finde ich einfach nur diese ganzen ja, Presse-Hypes, die es da in der Richtung der ganzen Presse gibt. Hauptsache Negativmeldung. Ich bin gespannt. Ich glaube, im September soll ja auch im September soll genau das iPhone 6S, ist das 6S, ne, glaube ich, soll da ja kommen und da bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt. Er hat geschlafen. Bin ich echt sehr gespannt, was es da an Negativmeldungen wieder gibt. Also, ich sollte vielleicht einfach mal Negativmeldungen sammeln. Vielleicht sollte ich das einfach mal wieder. Vielleicht sollte ich damit einen Blog eröffnen. Oder in meinem vorherigen oder beziehungsweise vorhandenen Blog einfach mal, aufpeppen. Der Abteilung Negativmeldungen. Nein, Quatsch. Habe ich gar keine Lust zu. So einen Quatsch zu verbreiten.
Ich brauche ja immer noch den. Ach, scheißen Dreck. Ich brauche einmal noch die Kokosmilch. Habe ich nur eine von, ne? War richtig, ne? Ich habe nur eine. Kokosmilch mit hoher Isotilität. Und mir fehlt da noch ein Pilz da von diesem Donneräffchen. Ne? Da muss ich doch nochmal gleich rein. Scheiße. Ist doof, aber das machen wir in der nächsten Folge. Das machen wir in der nächsten Folge. Da habe ich jetzt. Sonst wird das Video echt viel zu lang. Wir haben hier über Windows 10 gequatscht. Das fand ich ganz cool mit euch. Aber schreibt mir doch mal eure Meinungen zu Windows 10 und der Augenblick dieser ganze Pressehype um Windows 10 und Datenschutz. Ja, schreibt mir eure Meinung. Wie seht ihr das, was da Augenblick in den Medien ist? Wie findet ihr Windows 10 und wie ist es bei euch mit diesem Datenschutz zu Windows 10? Übertrieben oder absolutes Teufelswerkzeug? Ja, ich würde mich schon interessieren, ehrlich, würde mich interessieren, was ihr da so zu vermelden habt. Mein Name ist Johnny Doe und ich bin raus.